Hallo liebe Internetfreunde, ich begrüße euch hier vor einem Nachbau von einem alten Ford T-Modell mit der Drehkurbel. Der Drehkurbel, die wirklich funktioniert, jedoch mit der modernsten Technik ausgerüstet. Das Auto hat ABS oder denke ich jetzt mal Bremsen, so wie ein modernes Auto hat. Aber es ist schön gebaut, das hat man damals so gemacht, so für Werbezwecke, in diesem Fall für ein Hotel, mit dem schönen Holz. Und auch wenn man hineinschaut in das Auto, das ist auch für die Gäste mit ganz alten Hebeln, da mal, schaust du mal am besten als Holzlenkrad, die Holzarmaturen aus richtigem Holz, mit dem alten Aschenbecher, wie man es in den Eisenbahnen gehabt hat. Und das Auto hat, wie viele Plätze hat das überhaupt? Da waren 2, 3, oh, überhaupt nicht. Doch, das hat Bänke. Also, es hat vielleicht etwa 9 Plätze, denke ich jetzt mal. Das ist ganz cool. Das wirklich ganz, ganz toll. Ja, wir haben einfach eine Limousine für die Gäste. Das ist natürlich ein schönes Spektakel mit seinem Fahrzeug, da schauen natürlich auch alle Leute. Es ist auf alt gemacht, wie das T-Modell aus den 30er Jahren. Und auch mit den Details, mit den ganzen Reifen. Das ist schon Show, wenn man mit dem Auto vorgefahren wird oder abgeholt wird, eine Gruppe zum Essen geführt wird, da von dem Hotel selber. Aber ich muss auch sagen, dass das Auto kommt auch langsam in die Jahre. Es beginnt überall ein bisschen da mit dem Rost. Es ist auch keine Nummer mehr. Und vielleicht wird es nur noch als Ausstellungsmodell der Blitz. Ja, es hat schon kleinere Adaptionsmäßigkeiten. In den 90er Jahren hat man das mal so gemacht mit diesen Anzügen. Jetzt hat man das halt nachgebaut, auch mit den großen Lampen. Richtige Oldtimer-Style-Lampen. Die Blinker. Ja, es ist toll.